Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar zu Academia School Simulator, ein Spiel von Squeaky Wheels, und das ist, soweit ich weiß, ein Zwei-Mann-Entwicklerstudio, und einer von den beiden ist der ehemalige Künstler oder Zeichner aus dem Projekt Prison Architect. Und ja, der Grafikstil ist auch unverkennbar ähnlich. Dieses Spiel hat einen ganz besonderen Charme, finde ich. Wir werden auf jeden Fall mal ein Let's Play dazu starten jetzt. Entweder als kurz oder als lang Let's Play. Ich mache ja eigentlich keine Unterscheidung mehr. Von daher, wir starten einfach rein und schauen mal, was das Spiel jetzt zu bieten hat. Vorher aber noch ein, zwei Informationen. Das Ganze kommt heute raus. Das Video ist vorproduziert. Ich arbeite hiermit noch mit einer Pre-Release-Version, die YouTubern und Streamern zur Verfügung gestellt wurde. Das Release-Embargo oder nein, das Review- oder Video-Embargo fällt mit Erscheinen dieses Videos, nämlich dem 8.9. um 17 Uhr. Und von daher darf dieses Video jetzt auch veröffentlicht werden mit der freundlichen Genehmigung der Entwickler, von denen ich auch den Key zu diesem Spiel natürlich gestellt bekommen habe. An dieser Stelle vielen Dank. Ja, und dann starten wir direkt mal rein, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Wappen für unsere Schule zu generieren. Da gibt es diverse Farb- und Logo-Möglichkeiten. Außerdem müssen wir natürlich einen Namen für die Schule geben. Und man kann auch ein Motto, oder man muss auch ein Motto vergeben. Und ja, wir schauen erstmal so durch die Farben durch. Hier gibt es Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange, Blau, Rot. Ja gut, da sind wir wieder am Anfang. Und ich würde sagen, ich klicke mal eben so ein bisschen durch, was mir gefällt. Oh, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Rot, Gelb. Gibt es noch ein Weiß? Das wäre natürlich perfekt. Ach, leider nicht. Schade, weil Rot-Weiß, das sind ja meine Kanalfarben. Ich nehme dann Rot-Gelb, das ist auch in Ordnung. Und jetzt haben wir hier vier Icons. Das sind diese hier. Die können wir jetzt noch verstellen. Es gibt hier Schlüssel, Laterne, einen Berg oder Gebirge, eine Note, eine Schriftrolle, das Zeichen Pi, eine Säule, ein Raben, ein Raven ist ein Rabe, dann eine Schlange, ein Stern, die Sonne, ein Baum, Weizen, das Atom, das Zeichen für Atom, Basketball, ein Kompass, das ist eigentlich eher ein Zirkel für mich, Kompass sieht ein bisschen anders aus, also Zirkel. Ein Greif, eine Harpie, eine Harfe, Entschuldigung, ein Badger, was ist denn nochmal ein Badger? Hier wie diese schwarz-weißen Tiere, ne, ihr kennt alle dieses Internet-Meme. Ich komme jetzt gerade wirklich nicht drauf. Dann Schlüssel und dann sind wir wieder am Anfang. Und ja, ich habe jetzt keine besondere Leidenschaft. Schade, dass kein Wolf dabei ist. Das ist sehr schade, aber wir nehmen einen Raben auf jeden Fall. Dann würde ich hier, das passt eigentlich gut, und Pi natürlich auch, so dann haben wir zwei wissenschaftliche Dinge und ja, Schlüssel, das hat ja Tradition, und einen Raben. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für die Schule, das ist natürlich nicht so leicht, ich würde ganz stumpf sagen, das ist die Dr. Wolfsherz, ups, die Dr. Wolfsherz Academy. Ja, ich bekomme es schon noch hin. Und ein Motto. Lesen statt beten. Das ist mein Motto. Wir fangen an. Starten hier auf diesem wunderbaren Gelände mit, ja, einigen Bäumchen und Büschen. Ein bisschen Sand und Rasen, außerdem einer Straße. Hier kommen die ganzen Lieferungen an. Hier wird Müll abgeholt, hier ist eine Müllzone. Und wir haben die Workers Quarters, also im Grunde der Bereich, in dem sich unsere Handwerker aufhalten. Ich würde mal das Spiel kurz pausieren und wir gehen mal kurz durch, was wir hier so alles sehen. Wir haben hier oben natürlich die Lehrer, die für unsere Schule arbeiten können. Im Moment noch keinen, wir werden später welche einstellen. Hier sind unsere fünf Arbeiter. Alle mit individuellen Namen, das gefällt mir gut. Dann haben wir hier die Köche. Die Janitors, das sind die Hausmeister, meine ich. Und
Krankenschwestern oder Pflegerinnen, Nurses, ja, eigentlich Krankenschwestern würde ich sagen, oder Schwestern, die sind ja dafür da, kranke Schüler so ein bisschen zu versorgen, gibt es halt hier im amerikanischen Schulsystem scheinbar öfter. Wir hatten an unserer Schule, glaube ich, keine Krankenschwester, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber naja, das ist halt natürlich so ein bisschen amerikanisch angehaucht hier. Ja, hier oben noch die kurze Sache. Das ist die Anzahl der Schüler. Die Student-Info können wir aufrufen. Da haben wir hier dann auch bestimmte Anzeigen, wie hoch die Motivation ist, die Gesundheit, Disziplin und natürlich die Bedürfnisse. Da haben wir einmal die Bedürfnisse Nahrung, Spaß. Hallo, das ist doch eine Schule. Das muss ein Fehler sein, ja. Energie und Bladder ist eher die Blase, also mal die Toilette besuchen. Und Sauberkeit, das sind also die Bedürfnisse. Und es gibt verschiedene Jahrgänge. Wir haben hier die Freshmans, die Sophomores, die Juniors und die Seniors. Und ich schaue zur nächsten Folge mal nach, welchen Stufen das entspricht. Also Freshman ist, glaube ich, Grundschule, würde ich mal sagen. Und das amerikanische Schulsystem ist mir nicht so hundertprozentig geläufig. Sophomores, ja, das werden dann die, dann, ne, das sind dann halt die Nächsten, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich gucke nach, ich verspreche, das nachzuliefern. Außerdem haben wir hier den verfügbaren Betrag an Geld, den wir ausgeben können, 55.000, und hier haben wir dann die Bilanz oder die Finanzen, ach ja, zum Deutsch-Englisch-Kulimuddel. Das ist im Moment noch so gemischt. Einige Sachen sind auf Deutsch, einige Sachen sind auf Englisch. Ich glaube, der Entwickler arbeitet also an einer deutschen Übersetzung. Ob die jetzt von der Community eingereicht sind oder ob der Entwickler ein Übersetzungsteam hat, weiß ich an dieser Stelle auch noch nicht. Aber auch da kann ich gerne noch nachliefern. Also Finanzen, Gehälter, wir haben die Arbeiter, die derzeit 250 Dollar, sage ich jetzt einfach mal, kosten. Das sind unsere Ausgaben. Dann haben wir hier das Wappen. Hier können wir sehen, wie unsere Schule sich macht. Und natürlich in Schulnoten im amerikanischen System gemessen, also von A bis F, wobei F eine glatte 6 ist und A entsprechend die 1. Sauberkeit, hier haben wir die Passing Rate, also das ist die Rate an Schülern, die ihren Abschluss schaffen. Klar, haben wir jetzt noch keine Schüler, von daher gibt es hier erstmal ein F. Auch nicht schlecht. In welchem Jahr, Quartal und Tag wir sind, die Uhrzeit, Homeroom, das ist hier, glaube ich, einfach nur der Name für die Zone, bin ich jetzt nicht sicher. Dann haben wir hier die Geschwindigkeitseinstellung und eine To-Do-Liste, ganz wichtig, da kommen wir gleich zu. Hier haben wir dann die Möglichkeit zu bauen. Wir können verschiedene Wände bauen. Hier sehen wir auch wieder nochmal so ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt. Hier ist die Concrete Wall, das ist die Betonmauer. Dann haben wir eine blaue Wand, eine Ziegelwand, eine orangene Wand, Fliesenwand, Türen, Türen für Personal. Dann haben wir Böden, Bodenbelege, das ist einmal ganz normaler Beton, Badefliesen, also Kacheln fürs Badezimmer, ein Kitchen Zone, also für die Küche. Wir haben Gras, Büsche, Pflanzen und ach, noch jede Menge mehr Sachen, die wir halt hier erstmal so setzen können. Das sind wirklich, also oder bauen können, besser gesagt. Die Objekte, die kommen hier, die gucken wir uns alle später an. Da gibt es jede Menge. Es gibt eingeteilt in unterschiedliche Kategorien halt verschiedene Dinge zu bauen. Dann können wir natürlich auch mit einem Planungstool zurande gehen und einfach mal grob planen, wie die Schule aussehen soll. Man kann sogar die Türen platzieren und auch genau sagen, in welche Richtung die aufgehen. Also das finde ich schon eine tolle Sache. Das hat man selten. Und für Objekte, ich sag mal, wie zum Beispiel Schülertischen, kann man hier einfach so Boxen setzen. Das ist im Grunde sehr, sehr schön gemacht. Dann können wir Zonen definieren. Es gibt eine Cafeteria, natürlich eine Klasse, eine Klinik, habe ich schon gesagt, ein Club, interessant, Computerlabor, Delivery, also das ist die Anlieferzone, haben wir schon gesehen, Faculty, ja, Garbage, Müll, dann haben wir den Raum für die Hausmeister, die Küche, die Bücherei, die Toilette und die Workers Quarters, das sind da unten die, das ist dieser Bereich, das können wir also an Zonen auswählen. Hier können wir noch über einen anderen Weg neue Mitarbeiter anheuern, das geht auch hier oben. Und Transferee Admissions, das sind quasi, ich glaube, die Neuaufnahmen, also wie viele Schüler wir aus welchem Jahrgang annehmen.
Und ich muss jetzt, also wahrscheinlich ist es erst zweite, dritte, vierte Klasse. So würde ich mir das jetzt erstmal grob vorstellen. Aber sicher bin ich jetzt halt noch nicht. Eine Sache noch, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Nein. Ich habe erst heute den Key bekommen. Allerdings ist heute nicht der 8. Für euch natürlich schon, aber ich habe das Ganze am 5. bekommen und ja, wurschtel mich jetzt hier mit euch gemeinsam so ein bisschen durch. Ich möchte natürlich sofort einsteigen. Ihr kennt das ja, ich mache das gerne auch mal ein bisschen blind. Ich habe mir das Interface vorher angeguckt, darum konnte ich euch das jetzt alles auch sagen. So, hier oben der To-Do-Bereich, der ist noch wichtig. Der sagt uns nämlich jetzt so ein bisschen tutorialmäßig, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Es geht jetzt darum, eine grundsätzliche Bildungsmöglichkeit zu errichten. Wir sollen ein Freshman-Klassenzimmer errichten. Wir sollen einen Lehrer einstellen, eine Küche bauen, eine Cafeteria bauen und 3 Köche einstellen. Das sind unsere Aufgaben. Und ähnlich wie in Prison Architect gibt es hier diese Grants. Das sind Zuschüsse, die wir bekommen können für das Erfüllen gewisser Ziele. Und wir haben im Moment ein Grant aktiv. Das ist halt eben dieser Basic Education. Deswegen wird er hier unter To-Do auch angezeigt. Und da gibt es halt eben noch ganz viele weitere, die wir freischalten können. Aber dieser hier ist mal der erste und wir bekommen halt dafür 5000 Vorschuss, 5000, wenn wir erfolgreich abschließen. Und ja, wenn wir das Ganze jetzt abbrechen sollten, was ja Wahnwitz wäre, dann müssten wir 5000 Strafe zahlen, hätten wir aber auch nichts verloren. Ja, ich würde sagen, wir legen dann mal los und ich habe ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, nicht so viel Ahnung im Moment. Wir würden einfach mal ein Klassenzimmer bauen. Ich glaube, ich fange jetzt auch nicht an, hier groß schon mal einen Schulkomplex zu bauen, sondern überlege mir erstmal, wo der Eingang sein soll. Die Zone, in der wir bauen können, ist relativ groß. Da haben wir viel Platz. Ich würde den Eingang zur Schule irgendwie mittig sehen, also ich sag mal grob hier in diesem Bereich. Und dann würde ich hier vielleicht einfach mal, oder lieber links, ich würde mal hier das erste Klassenzimmer bauen. Und ich würde schon das Klassenzimmer mal eben planen. Leider kann man keine Quadrate ziehen, man kann nur Linien ziehen. Das ist aber, denke ich, okay. Ein Klassenzimmer. Ja, das war super. So, das ist jetzt mal ein Klassenzimmer, denke ich. Ich hoffe, dass da alles reinpasst. Schauen wir einfach mal. Eine Tür, die setzen wir hier hin. Moment, die geht jetzt aber falsch rum auf. Die würde ich gerne so rumsetzen, dass die Tür halt hier außen abschließt. Alles klar, dann legen wir mal los. Und womit bauen wir jetzt am idealsten? Beton ist hässlich, Ziegel sieht schön aus. Was ist denn der... Oh ja, die Betonwand kostet auch locker mal das Zehnfache. Die kostet $100, die Ziegelwand nur 10. Ich denke, dann ist die Entscheidung gefallen. Und auch hier müssen wir Linien ziehen. Einfach auf diese Art und Weise. Es ist schön, dass dort 8x1 steht, aber da ich eh nicht anders bauen kann, ist es ein bisschen überflüssig. Aber ich finde gut, dass auch der Betrag direkt angezeigt wird. Das sind so kleine Quality of Life Features. Das gefällt mir gut. Ja, eine Tür natürlich. Jetzt muss ich schauen. Mit R kann ich Gegenstände drehen und ich wollte die Tür halt außen bündig haben. Das wäre dann entsprechend so. Gut. Klassenzimmer. Wir lassen mal die Pause erst in das Spiel mal weiterlaufen und gucken mal. Unsere Arbeiter müssten ja jetzt herkommen und anfangen zu bauen. Das sieht auch gut aus. Machen sich auf den Weg. Wir haben, wie viele Arbeiter haben wir? 5 Stück. Schauen wir mal, wie schnell die sind. Ob wir da noch Bedarf haben, weitere einzustellen oder ob das reicht. Naja, wir können die Zeit auch ein bisschen schneller laufen lassen. Und ja, das finde ich sehr gut, das sieht gut aus. Und was mir wirklich auch gefällt, ist, dass man hier unterschiedlich farbige Wände bauen kann. Das ist leider nicht überall so, also nicht in jedem Spiel so. Ich würde es mir aber wünschen. Wirklich tolle Sache, die Entwickler sich hier überlegt haben. Ja, wir haben die Mauern. Wir brauchen auf jeden Fall einen Boden. Da, tja, was kann man da jetzt nehmen? Da haben wir leider nicht so viel Auswahl, oder? Nee, leider haben wir da nicht so viel Auswahl. Wir können im Grunde hier nur den Betonboden zunächst einmal bauen. Ich weiß nicht, ob man später noch mehr machen kann. Aber das würde ich erstmal so bauen. Wir stellen die Geschwindigkeit mal auf ganz schnell. Und wir sollen ja noch ein Gebäude oder 2 Gebäude bauen. Ich blende das mal ein hier.
wir sollen noch eine Küche und eine Cafeteria bauen. Also, wenn das hier ein Klassenzimmer ist und ich davon ausgehe, hoppla, was ist passiert hier? Und ich davon ausgehe, dass irgendwann das Ganze natürlich ein Gebäude sein wird, dann würde ich hier erstmal so einen Gang vorsehen. Dann würde ich hier vielleicht noch eine Klasse, hier vielleicht noch eine Klasse, hier vielleicht noch eine Klasse sehen, die alle etwa ungefähr gleich groß sind. Jetzt pausiere ich das Spiel nochmal, damit es nicht so schnell weiterläuft. Das heißt, wie weit haben wir es hier? Das sind 9 Felder. Das heißt also bis hier, das wäre dann Klasse 2, dann war es jetzt 8, 10. Also 10 mal 9, da können wir einfach eigentlich ganz runterziehen. Ich plane es jetzt doch so ein bisschen wie ein ganzes Gebäude. Dann hätten wir hier schon mal 4 Klassenzimmer. Ich denke, das ist schon mal nicht schlecht. Außerdem brauchen wir dann halt jetzt die Küche und die Cafeteria. Ich glaube, in der Küche wird halt das Essen zubereitet und in der Cafeteria eingenommen. Ist da was? Ich würde gerne noch 2 Klassenzimmer planen. So. Vielleicht braucht man ja auch nochmal einen Raum in einem anderen Schwerpunkt, das weiß ich noch nicht. Spezielle Räume wie zum Beispiel, ja, Biologieraum oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe wirklich noch nicht viel gesehen. Das wären dann die Räume mit den jeweiligen Türen in diese Richtung. 6 Klassenzimmer. Und dann würde ich sagen, vielleicht so eine große Aula hier. Irgendwie so und dann dort oben weiter. Und dann würde ich hier jetzt die Küche einfach bauen. Keine Ahnung, wie groß die sein muss. Ich mache jetzt einfach mal so. Wir können ja später noch vergrößern zur Not. Und die Cafeteria. Die setzen wir hier hin. Da sollen dann die Schüler ihr Essen einnehmen. So. Türchen. Und da wir ja jetzt den Flur und alles noch nicht bauen, bauen wir jetzt erstmal nur ebenfalls aus Ziegeln die Küche fertig. Ich hoffe, dass man die Tür da gleich drüber platzieren kann, das weiß ich auch noch nicht. Vorhin erstmal freigelassen, diesmal probiere ich es einfach mal. Die Tür ist hier. Das ist halt die Cafeteria. Und für die Küche, könnte ich mir vorstellen, brauchen wir natürlich eine Personaltür. So. Lassen wir mal laufen und gucken, was passiert. Jetzt haben wir auch schon nur noch 53.000 Dollar übrig. Also schon 2.000 ausgegeben. Das funktioniert mit den Türen, das finde ich gut. Man kann also erstmal schön die Wände ziehen und dann die Türen dort platzieren, wo man möchte. Wenn man keine Lust auf dieses Planen hat, dann geht es halt eben auch so. Ach ja, aber der Plan wird grundsätzlich entfernt, aber bei der Tür scheinbar nicht. Von daher würde ich ihn einfach mal hier rausnehmen schon mal. Wir wissen ja Bescheid, dass da die Türen sind. Okay, dann sind die Räume auch fertig. Für die Küche können wir schon einen passenden Boden legen. Den gibt es hier ja schon. Und für die Kantine nehmen wir dann natürlich auch erstmal den blanken, nackten Beton. Ich hoffe, wie gesagt, dass da noch mehr kommt. Ich weiß es nicht. Bodenbelege generell gerne und viele. Wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich da sehr gerne Abwechslung habe. Ich finde aber gut, dass hier die Kacheln unterschiedliche Farben haben. Seht ihr, die haben unterschiedliche Grauabstufungen. Diese hier ist sehr hell, diese sind etwas dunkler. Das gefällt mir schon sehr gut. Das macht das Ganze so ein bisschen weniger steril. Sehr schön. In der Küche ist das nicht. Da sind alle gleichfarbig, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir haben im Grunde alles fertig. Wir müssen die Zonen noch ausweisen. Und zwar haben wir gesagt, eine Cafeteria. Da fehlt aber noch eine Kachel. Habe ich die vergessen? Das ist unsere Cafeteria. Kitchen. Unsere Küche ist hier. Und unsere Klasse. Unser Klassenzimmer ist hier. Freshman-Klassenzimmer. Das steht dann da auch schon passend drin. Sehr schön. Und jetzt können wir hier sehen, was wir noch eigentlich brauchen.
damit dieser Raum funktioniert. Alles soweit so gut, aber hier mit dem Boden fehlt noch was. Da gehe ich nochmal kurz hin und setze nochmal eine Kachel neu. Und wer meinen Tick kennt, weiß, dass das jetzt erst fertig sein muss. Was machen die? Was ist da jetzt los? Ich glaube, dass wir Arbeitspläne nach Uhrzeit haben. Das finde ich interessant. Die sind einfach abgehauen. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, die hatten Feierabend und darum haben die diese eine Kachel auch nicht mehr gelegt. Dann würde ich sagen, richten wir erstmal die Räume weiter ein. Wir brauchen Chalkboard. Was ist... Okay, ein neuer Tag fängt an. Sehr schön. Sehr schön. Ich gehe direkt wieder auf die Pause. Wir brauchen eine Tafel. 10 Stühle stehen, also 10 Stühle für die oder Tische für die Schüler, ein Office Table, also einen normalen Schreibtisch und einen normalen Stuhl. Das kann man sich relativ leicht merken, man muss sich ja nur reinversetzen, wie so eine Klasse aussieht, aber wir haben die Hilfe hier, wir können nach Klassenzimmer filtern. Da sieht man, dass das Ganze amerikanisch angehaucht ist, denn diese Tische, die gibt es so in den Schulen eigentlich nicht. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Aber ist okay. Ich würde aber gerne erst die Tafel platzieren. Die würde ich natürlich mittig setzen. Dann brauchen wir das Lehrer, den Lehrerpult. Das Lehrerpult. Das wäre jetzt natürlich interessant. Kann ich das so setzen? Aber ich glaube, ich setze es hier hin. Und wir sehen an der Hand der Kreise nämlich, wo frei sein muss oder wo man dann die Stühle platzieren muss. Das finde ich persönlich ganz große Klasse. So, wie viele? 10? 10 Student Chairs, okay. Ja. 1... Zwei, drei, vier. Acht. Nee. Gefällt mir nicht. Wie kann ich... mit Rechtsklick kann ich das abbrechen. Und ich bekomme Geld wieder. 15. Das heißt, ich bekomme genau wieder, was es kostet. Das ist schon mal gut zu wissen. 2... 4. Nee. Wie platziere ich 10 Stühle? So, 6. 8. 10. 10 Stühle. Ich hoffe, dass das so geht. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Jetzt kommen die Arbeiter und bauen die Sachen ein. Da kommt der letzte Student Chair. Und ja, wir haben das Klassenzimmer. Und die Aufgabe ist entsprechend auch markiert. Sehr schön. Dann kümmern wir uns eben um die Küche. Da brauchen wir ein... da steht auch übrigens die Minimalgröße. 4x4. Ich glaube, wir haben ein bisschen groß gebaut. Wir brauchen einen Kühlschrank, einen Ofen und eine Spüle. Okay, also Objekte. Wir können wahrscheinlich einfach auf Kitchen gehen und da werden uns die Sachen angezeigt, was sehr gut ist. Also, das ist die Spüle, die setze ich hier hin. Stove ist der Ofen. Wir bauen mal 2 und einen Kühlschrank. Und den setzen wir hier hin. So, dann haben wir den Raum auch abgefrühstückt und dann brauchen wir noch die Cafeteria und da gehen wir direkt mal rüber. Da brauchen wir Kantinentische und einen Food Counter, das heißt eine Nahrungsausgabe und einen Plate Counter, wo man die benutzten Sachen wieder einräumen kann. So, hier ist der Eingang. Das heißt, die Schüler können beim Rausgehen ihre Sachen hier mal einräumen. Würde ich sagen, ich würde mal 2 bauen. Dann einen Food Counter, wo das Essen geholt werden kann. Den setze ich hier hin und ich würde auch hier 2 bauen erstmal. Und dann brauchen wir natürlich noch Tische.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich bin ein bisschen stolz. Sagt er in unser Guild. Wir haben jetzt noch 46.452. Ja, wunderbar. Lassen wir das erstmal alles reintragen. Die letzte Kachel ist auch schon drin. Und schau mal, wie die Türen auf und zu gehen. Das finde ich sehr gut. Auch das ist ein ganz wichtiges Detail. Das längst nicht in jedem Spiel so drin ist. Ja, da wird fleißig gebaut. Die guten IKEA-Tische. Hätte ich gar nicht sagen dürfen. Ist kein Placement. So, wunderbar. Ja, ich würde sagen, alles fertig. Wir müssen noch. Ah, wir müssen noch einen Lehrer einstellen. Und einen Koch einstellen. Drei Köche einstellen. Dann würde ich sagen, machen wir zuerst die Köche. Ne, das sind die Studenten. Gehen wir auf Staff und auf Cook. Ja, und die können wir einfach so hier reinstellen. Die sehen auch witzig aus. Und das hätten wir erledigt. Und jetzt brauchen wir noch einen Lehrer. Und bei den Lehrern, das habe ich nämlich auch schon gesehen, da muss man jetzt gucken. Es gibt nämlich diverse feine Unterschiede. Und wer selbst mal in der Schule war, und das dürften so ziemlich alle von euch sein, der weiß, es gibt gute Lehrer und schlechte Lehrer. Und so ist das ja auch. Und vor allem gibt es halt Lehrer, die in bestimmten Fächern gut sind. Und es gibt generell schon mal unterschiedliche Qualifikationen. Da haben wir hier einmal die Bachelor. Die haben hier eine Medaille, sage ich mal. Das ist halt ihre Befähigung, ihr Abschluss. Und ja, die Bachelors sind halt eben am günstigsten. Zum ersten Mal kriegen die eine Einmalzahlung, wenn sie eingestellt werden. Und das hier ist jeweils der Tageslohn. Und der ist eigentlich auch schon gesalzen. Es gibt auch in den unteren Stufen schon Unterscheidungen. Und zwar umso höher hier der entsprechende Wert ist, also die entsprechende Befähigung, umso teurer sind die scheinbar. Dann haben wir die Masterabschlüsse, die Masters. Sehr gute Fähigkeiten. Ein bisschen teurer. Aber die Tagespreise sind nicht erheblich viel mehr. Und wir haben noch die Doktorate, also die Doktoren, die ihren Doktor gemacht haben. Die kosten dann vergleichsweise fast doppelt so viel für die Einmalanstellung. Allerdings auch nur wieder unwesentlich mehr im Vergleich zu den Masterabschlüssen. Das ist also, die sind teuer bei der Einstellung, aber unterscheiden sich nicht mehr so sehr im Betrieb, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz wollen wir am Anfang mal sparen. Ich würde sagen, wir stellen einen Masters-Absolventen ein und einen, der möglichst gute Werte in allem hat. Jetzt müsste man streng genommen alle Werte zusammenzählen und genau vergleichen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich würde das jetzt nach Gefühl machen und ich glaube, ich habe eigentlich lieber eine Lehrerin erstmal, aber da ist leider nur eine, die hier entsprechend den Abschluss hat. Wir können hier noch auf mehr suchen klicken. Ich mache das jetzt mal in der Hoffnung. Den Eindruck, dass Toshiko McPartland eine ganz gute Wahl wäre. Die kostet nämlich auch relativ viel, ist also wahrscheinlich auch kurz vor Doktor irgendwo gewesen, sag ich mal, beim Abschluss. Ich denke, die nehmen wir mal. Toshiko McPartland ist unsere Lehrerin und die müssen wir jetzt wahrscheinlich ins Klassenzimmer setzen. Haben wir bezahlt. Und da unterrichtet sie. Gut. Jetzt gibt es neue Grants. Jetzt muss ich mal erstmal schauen. So, you can now start the school year und basic education completed. Wir können jetzt das Schuljahr starten. Hier können wir aber noch nicht, weil wir haben noch keine Schüler. Und ich glaube, dass wir das erst einstellen müssen. Wenn ich nochmal rausfinde, wo das war. Ah, hier, Transferry. Hier müssen wir, glaube ich, sagen, dass wir jetzt 10 Freshmans einstellen können. Und dann haben wir nämlich ein Einkommen, und zwar 1000 pro Tag und noch ein Tuition-Income. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, ob wir das hier überhaupt machen müssen. Ich lasse das jetzt mal noch auf 0 und wir starten gleich das Schuljahr. Vielleicht sagt er uns dann noch was. Vorher gucken wir aber erstmal, was wir noch für Grants haben. Da gibt es jetzt einmal Gesundheit, also eine Klinik bauen und Schwestern einstellen, Sauberkeit,
No Man is an Island. Das heißt, all work and no play will make the students dull. Das heißt, da sollen wir einen Club bauen, wo die Schüler sich entspannen und chillen können. Und ja, das sind immer weitere Ausbauten für unsere Schule. Dann sollen wir hier ein Sophomore Student Classroom, also Klassenzimmer bauen und so weiter. Ich denke, wir starten jetzt tatsächlich einfach mal das Schuljahr und schauen, was passiert. Kriegen wir jetzt 10 Studenten, ist die Frage. Wir sind am nächsten Tag und es geht gerade neu los. Unsere Arbeiter sind da. Ich vermute, es kommt ein Schulbus. So würde ich es mir vorstellen. Und der Lehrer ist aber auch noch nicht da oder die Lehrerin ist auch noch nicht da. Aber der Unterricht wird auch kaum um 6:30 anfangen. Von daher ist wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann mal Feierabend und lassen uns überraschen, wie das Ganze weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet eine schöne erste Folge hier mit mir und dass ich es vielleicht geschafft habe, euch neugierig auf das Spiel zu machen. Es sieht, wie gesagt, sehr poliert aus. Es erscheint heute auf Steam. Einen Link packe ich unten in die Videobeschreibung natürlich hinein. Dort könnt ihr das Spiel euch kaufen. Und ich würde sagen, schaut es euch selber an, wenn ihr Spaß dran habt oder wenn es euch interessiert. Oder schaut euch noch ein weiteres Video an. Das nächste kommt schon morgen. Ausnahmsweise jetzt zur Veröffentlichung mal direkt am nächsten Tag noch ein weiteres Video und dann laut Sendeplan weiter. Bitte einfach einen Blick reinwerfen, dann wisst ihr, wie und wann es weitergeht. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ciao.